Markus Weiger mit einem Tutorial über Affinity Photo am iPad, in dem es darum gehen soll, ein Bild aufzuhellen, um mehr Kontrast zu verleihen, ohne bereits ohnehin schon relativ gesättigte Farben noch weiter zu verstärken, zu übersättigen. Den Kontrast möchte ich mit meiner bevorzugten Methode anheben, indem ich eine Einstellungsebene, eine Anpassungsebene für Gradationskurven hinzufüge. Standardmäßig sind hier diese Vorschaubildchen aktiviert. Ob irgendjemand etwas damit anfangen kann, wenn er beispielsweise hier bei HSL dieses bunte Bildchen sieht oder davon ausgehen kann oder sich vorstellen kann, dass man mit etwas, was so eine Vorschau ergibt, etwas Vernünftiges anstellen kann, ist für mich etwas fraglich. Ich kann diese Vorschaubildchen auch ausblenden, deaktivieren, indem ich hier auf das Menü tippe und den Listenmodus ausblende. Ich nehme an, das soll der Listenmodus sein hier. Und nun wähle ich hier aus dem deutlich übersichtlicheren Menü heraus die Gradationskurven. Üblicherweise, wenn ich die Gradationskurven bearbeite, schaue ich, dass die Kamerainformationen eingeblendet sind und ich das Histogramm sehe. Blende dann hier die Gradationskurve oder den Dialog zur Bearbeitung der Gradationskurve ein und kann hier mal zunächst versuchen, den Punkt hier oben, den Weißpunkt, etwas weiter nach links zu schieben und damit dafür zu sorgen, dass die hellen Bereiche etwas aufgehellt werden. Ich habe hier im Rotbereich bereits eine dezente Überbelichtung erzeugt, was ich nicht möchte. Ja, der Spitz ist jetzt wieder verschwunden, das heißt, die Überbelichtung ist damit wieder beseitigt. Schauen wir mal zu, ob das Ganze so bleibt, wenn ich jetzt eine S-Kurve einziehe, um den Kontrast anzuheben. Passt ganz gut so. Dann vergleiche ich das Bild mal vorher-nachher, indem ich hier das Ebenenstudio öffne, Ebenenbedienfeld, Ebenenstudio öffne, Ebenenoptionen. Ich habe das Ganze hier als Anpassungsebene darüber, klicke auf das Häkchen, tippe auf das Häkchen, so ist es ohne, so ist es mit dieser Anpassung. Das Bild ist also deutlich freundlicher geworden, aber das Rot ist jetzt sehr stark übersättigt. Und das kann ich jetzt ändern, indem ich die Füllmethode ändere. Dazu tippe ich hier rauf, dann habe ich die erweiterten Einstellungen für diese Ebene. Und ich kann dann anschließend hier in diesem Bereich, wo es normal heißt, durch die verschiedenen Füllmethoden, Mischmethoden durchklicken und durchtippen. Oder ich tippe hier rauf, nehme das Menü und rolle hier ganz unten, ganz schön gemacht, auch hier diese Live-Vorschau. Und hier suche ich die Luminanz. Schließe das. Vergleich zu vorher nachher. Die Farben wirken jetzt nicht mehr so übersättigt. So war es vorher mit der normalen Einstellung. Das zeigt es jetzt hier nicht an. Ja, müsste ich nochmal ums Direkt ver. Das liegt jetzt daran, dass ich zwischendurch was anderes ausgewählt habe. Also nochmal. So sieht es in normal aus. Und wenn ich jetzt das Ganze nochmal hier ändere auf Luminanz. Normale Einstellung mit der normalen Füllmethode und mit der Füllmethode Luminanz.